Vergangenen Freitag fand in St. Marein im Mürztal im Gemeindeamt der erste Wirtschaftsneujahrsempfang statt. In entspannter Atmosphäre konnten sich dabei Wirtschaftstreibende aus St. Marein im Mürztal und Umgebung austauschen und ihre Firmen präsentieren. Initiiert wurde der Empfang von Bürgermeisterin Doris Schutting. Ja, es ist ganz wichtig, damit wir gerade in unserer Region die Menschen hier behalten, dass die Menschen hier Arbeit finden, dass junge Menschen hier bleiben und eine Basis finden, um sich hier niederzulassen. St. Marein im Mürztal ist Standort vieler beeindruckender Firmen und diese liegen der Bürgermeisterin ganz besonders am Herzen. Ja, ich bin sehr stolz. Ich bin jetzt wirklich schon lang Marainerin. Ich bin schon 50 Jahre jetzt in St. Marein und viele Betriebe kenne ich von Kindesbeinen an und es sind immer noch tolle Betriebe. Zum Wirtschaftsneujahrsempfang in St. Marein im Mürztal waren zahlreiche Gäste erschienen und die Idee des Austauschs zwischen den Wirtschaftstreibenden wurde von allen gut angenommen. Ja, ich muss sagen, das war eine tolle Sache heute, weil man hat erstens über drei Leitbetriebe in St. Marein wirklich sehr viel Interessantes erfahren und auch wenn man die Zahl hört von 180 Wirtschaftsbetrieben in einer Gemeinde, die man eigentlich als Wohnsitzgemeinde wahrnimmt, dann war das höchste Zeit, dass man diese Leistungen heute wirklich einer breiten Öffentlichkeit einmal präsentiert. St. Marein ist sehr gut jetzt mit der neuen S-Bahn erschlossen, mit dem öffentlichen Nahverkehr gut erschlossen, hat eine eigene Autobahnabfahrt, also ich glaube, das passt für Wirtschaftstreibende sehr gut. Im Anschluss an die Firmenpräsentationen folgte eine Wein- und eine Bierverkostung. Außerdem wurden alle Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Und die musikalische Umrahmung der Band Quattro Stagioni Pianoforte sorgte für den perfekten Ausklang des Wirtschaftsempfangs.